Herzlich willkommen zu Civics Politics, Folge 4, diesmal mit den Kommunisten. Ich bin hier im Café Zeitlos mit Herrn Kurt Luttenberger, seines Zeichens Gemeinderat in der Stadt Graz. Ich würde Sie mal kurz bitten, über sich zu reden. Ich habe gelesen, Sie kommen ursprünglich aus Neunkirchen, Niederösterreich. Also ich bin ein gebürtiger Niederösterreicher, in Neunkirchen geboren, in Ternitz, aber Mitarbeiter Richtung Serbien aufgewachsen, Stahlstadt, mein Vater war Steuerleiter, jetzt Pensionist, bin dort, bin Ternitz in der Wiener Neustadt zur Schule gegangen und habe die ersten 13 Jahre meines Berufslebens in Dreiskirchen und in Wien bei der Firma Semperit gearbeitet. Und als was waren Sie da tätig? Das war damals in einem Märchen. Also ich habe 1970 mit der Schule aufgehört und da sind die Firmen in die Schulen gekommen, Wochen vor Schulabschluss. Ich habe die Handelsschule besucht in der Ehe und haben de facto gebeten, kommst zu uns, aber jeden Tag in den letzten Wochen der Firma da. Und ich bin wirklich, na gut, da hat man darüber redet, das war zu separiert. Gute Firma und da bin ich in den Zug gestiegen und bin nach Wien gefahren und habe beim Portier gefragt, ich suche, bin jetzt mit der Schule fertig, besuche Arbeit. Da habe ich schon gewusst, ich gehe jetzt in die Personalabteilung und habe ein paar Tage später in der Patentabteilung zu arbeiten begonnen und bin ausgebildet worden als Dokumentarist. Ah, deswegen die Ausbildung Regisseur und eben Patentwesen. Mhm. Ja, was in der heutigen Zeit vor allem bei Urheberrechten etc. sicherlich sehr interessant ist. Ja, die Firma Semperit war damals die einzige Reifenfirma in Österreich, die gute Produkte gemacht hat, also mit dem Reifen auch technische Produkte. Da hat es viele Patente gegeben und das war immer die Frage, wie ist der Stand der Technik, verletzen wir keine Patente, weil der Konkurrent Mischrei hat die wichtigsten Patente immer gehabt. Ja, ist natürlich klar, das kenne ich selber hier. Jetzt das wäre die Vorlesung zu dem Thema besucht. Also das sind ja doch sehr viele Dinge auch zu berücksichtigen. Was ich mich erinnere, ist, dass also zu meiner Zeit hat gerade dieser technische Quantensprung begonnen, des Recherchierens über Modems. Das war damals wirklich sehr prähistorisch. Da war ein Telefonhörer gehabt und hat meine Stecke in also eine Kapsel. Ja. Und dann ist man mit der Firma Lockheed im Bayern. Alter in Kalifornien verbunden worden und dann hat man durch Fragetechniken, die man mühevollst gelernt hat, hat man dann diverse Anfragen gestellt und dann hat man wieder Ergebnisse bekommen. War hochinteressant. Heute ist es natürlich alles Prähistorie. Ist schon klar. Firma Lockheed, das heißt, Sie haben mal im militärischen Bereich zu tun gehabt? Die Firma oder? Lockheed hat das nur im zivilen Bereich. Ah, doch. Nein, also wenn man nicht übertreiben, ich war allerdings damals auch nicht Kommunist. Ich verstehe. Was mich zu einer Frage bringt, wie sind Sie dann zur KPÖ gekommen? Durch Vorbildfunktion in der Firma Semperit, das war sogar eine Riesenbude mit tausenden Arbeitern in Dreiskirchen, Wimpassing und Klitz-Wegscheid. Und da hat es einmal eine Betriebsversammlung gegeben. Und es hat immer eine Person gegeben, die so ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist, die halt Verbesserungen gefordert hat, dieses und jenes. Und dann haben sie immer de facto dort overkühlt und niedergemacht, rhetorisch. Und das hat mich immer fasziniert, dass dieser Mensch das nicht notwendig gehabt hätte, trotzdem da außen marschiert und wissen, dass er da sicherlich sich keine Freunde macht, oben im Management. Also so wie der japanische Priester, der sich absichtlich mit Steinen bewerfen lässt. Also wirklich, und das hat mir, und wir sind das dann, also wir sind dann mehr bekannt geworden, das ist auch jetzt die besten Freunde. Und der war Kommunist, nicht? Und ich war damals bei der Sozialdemokratie und da hat es in dem Sinne keine so politischen Berührungspunkte gegeben, außer dass mich der fasziniert hat. In der Firma, wie der auftritt bei Betriebsversammlungen. Im Laufe der, ich war damals ein aktiver SPÖ, ein junger SPÖ-Funktionär, war Vorsitzender der Roten Falken in Niederösterreich und bin ein politisiert worden in der Zeit von Kreisky und dann auch von Sinowatz. Das war natürlich noch eine sehr intensive Zeit damals. Ja, also diese Zwentendorf-Geschichte zum Beispiel, ne, dass ich immer zuerst ein glühender Befürworter von Zwentendorf, weil mich die Technik ja immer fasziniert hat und ich halt damals den naiven Glauben gehabt
habe. Also die Techniker können nicht ihren, das wird alles passen. Dann schwankend bin ich dann geworden, wie der Kreisky die Fakten in die Volksabstimmung ausschreibt. Weil dann habe ich gedacht, das ist eine komplizierte Frage, da auch mit einer Fußbefragung beantworten, das habe ich für sehr vermissen können. Also mit der harte Politik und sich der Verantwortung mit den Leben, dann sagt man, wir können immer weiter, das ist voll entscheidend. Und da hat es irgendwie schon trotzdem schon so Havis gegeben, aber es ist dann teilweise mehr geworden, weil je mehr politisches Bewusstsein ich entwickelt habe, desto mehr bin ich drauf gekommen, dass es auch vieles in der Ex-Möhne entsteht. Und dann ist sozusagen auch bei Ihnen der Wechsel gekommen? Der Wechsel ist in 85 Jahren gekommen. Eigentlich heute im Nachhinein gesehen ein minimalistischer Anlass. Also minimalistisch. Das sind meistens die kleinen Dinge, die das anderen bewegen. Es hat begonnen, wie die SPÖ mit der FPÖ koaliert hat, Senat Steger. Das habe ich schon mal nicht verstanden, als junger Sozialist. Ne? Also man war zwar nicht mehr so jung, war 21. Ne? Aber das gibt es nicht. Und da erklären sie uns in der Jugend, nicht, wie das so ist mit der proletarischen Geschichte und hin und her. Man muss halt immer aufpassen von den Nazis, ich sage es immer so. Ja. Dann ist man nur aus politischen Überlegungen bereit, dass man da agiert. Dahin gesehen mit Steger ist etwas lächerlich, weil vom Mann später ist er weggepusht worden in Innsbruck. Ich komme noch nicht so. Das hat mich schon sehr gestört. Und dann ist dieser Kriegsverbrecher Walter Reeder freigelassen worden. Ich weiß nicht, ob ich nicht der was sagt. Leider nicht. Ich kann nicht so mit österreichischer Geschichte sehen. Das war ein Hoher-SS-Offizier, der in Italien beim Rückzug der Deutschen in der Stadt Mazzaporto, in Bologna, hat der das Dorf dort ausmodiert. Ja, weil da war Partisanentätigkeit, das ist im Stödel für seine Einheiten und die haben dort alles niedergebracht, Frauen und Kinder. Ja. Und der Opfer, der war lebenslang dann verurteilt in Greta, das ist das Staatsgefängnis in Italien für diese politischen Sachen, ist dann begnadigt worden für viele Interventionen auf österreichischer Seite, also auf Kameraden und Kameradschaft. Ja, und wahrscheinlich war da auch ein gewisser SPÖ-Tank dazu. Der ist dann freigelassen worden und da hat es dann bei mir geschäbert, wie er in Spielfeldstraße über die Grenze geht und der damalige Verteidigungsminister Frischenschlag ihm die Hand gibt und da würde das geben. Und da war es dann raus. Da weil der Frischenschlag eher so einer von den Liberalen zu sehen war? Ja, ein paar Monate später hat sich ja das Blatt völlig gewendet, da ist er auf diesem berühmten Innsbrucker Parteitag, ich glaube, da war 86 von der FPÖ, sind alle weggeputscht worden von Haider und der Frischenschlag ist der Fakt, dass Liberale überhaupt unterstehen. Genau. Wobei der Steger hat nie das Auftreten gehabt vom Haider. Ne? Der war also, ich meine, das war ein ruhiger Vertreter, wenn man es so formulieren möchte. Der hat einen liberalen Ansatz hat er schon gehabt. Ne? Und das war höchstwahrscheinlich auch der Grund, dass sie die SPÖ gedacht hat, na gut, das ist so extrem rechts tut er nicht mit dem können. Ne? Also, der Kreisky hat ja extra das Wahlrecht also hingebogen im Laufe seiner Regierungszeit, dass die FPÖ fähig ist, national zu bleiben, beziehungsweise nötiges mitzubegeben. Ja, genau. Es ging ja in erster Linie um den Machterhalt der SPÖ dann. So ist es. Wie sehen Sie das? Glauben Sie das jetzt? Da bin ich dann sogar böse. Ich verstehe. Glauben Sie, dass jetzt dieses System zusammenbricht? Bei der kommenden Nationalratswahl in 3 Tagen? Nein, das glaube ich. Also, ich denke, die großen Parteien werden werden aber weiter koaliert, möglicherweise braucht es einen Dritten. Das wird halt die Frage sein. Ich bin kein Prophet, nicht? Also, aber ich denke, zusammenbrechen wird das System jetzt bei diesen Wochen nicht. Nein, das wird nicht. Es ist halt so, der Matthias Strolz hat da ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, warum man Politikern nicht trauen kann. Das war so vor circa 2 Jahren, ein paar Monate, bevor er dann politisch aktiv geworden ist mit der Neos-Gruppe. Und er meinte eben, dass es langfristig wahrscheinlich, und der Begriff Dritte Republik wurde schon von einem gewissen Herrn Haider bemüßigt, zu einer Dritten Republik kommt. Das ist dann die Zeit, wo dieses System zusammenbricht. Also wir beide sind ja keine Obduren, die wissen, wie es weitergeht. Also das wäre
den Erwin Ringel zu zitieren, also das wäre alles sehr widersprüchlich der österreichischen Seele. Ne? Denn der Österreicher ist vieles, aber ein Revoluzer und ein Veränderer ist eigentlich nicht. Ne? Das hat sogar schon Karl Marx gesagt. Er wird bis zum letzten Augenblick, wenn es irgendwie geht, versuchen, an Dingen festzuhalten. Obwohl ich auch sagen muss, also die Frustration gegenüber der Politik ist sehr groß. Also das habe ich auf den Umständen auch bewirkt. Nicht, aber ob das jetzt sich in Alternativen dann entlädt, ja, das bleibt offen. Wie ist das, wenn Sie jetzt als KPÖ-Kandidat da antreten, wie reagieren die Leute auf Sie auf der Straße? Wir haben in der Steiermark seit Jahren jetzt doch einen riesen Vorteil. KPÖ in der Steiermark stellt auf einmal ein bisschen doch etwas dar. Wenn ich an Graz denke und wenn ich an den Landtag denke und wenn ich an wirkliche Städte. Beim Landtag hat man zumindest 2 Mandate und in Graz sind es 10. In Graz haben wir 19,8% der Stimmen bekommen. Das ist die zweitstärkste Kraft. Dann stelle ich sie vor in Graz. Anführungszeichen der ehemalige Stadt der Volksregierung. Ne? Aber andererseits, man muss Graz so gut behalten, wenn man sich politisch anschaut, wie welche verschiedenen Koalitionen in Graz zustande gekommen sind, was immer bis zu einem gewissen Grad schon, ich sage mal, ein Experiment, ein Laboratorium für politische Parteien und bei weitem nicht so homogen, wie es beispielsweise Wien ist. Ja, dem stimme ich zu. Also man kann Wien nicht mit Graz vergleichen. Wien ist viel komplexer und schwieriger. Dazu muss man sagen, Wien doch eine sozialdemokratisch geführte Stadtregierung, wo ein bisschen noch das ehemalige Rote nachweht. Also da gibt es schon so Tendenzen, wo man sagt. Also, ja, weil es immer so war, wie man es nicht unbedingt verändern kann. Da gibt es ja momentan auch die Tendenzen, hat man zumindest jetzt bei 2 deutschen Wahlkämpfen gesehen, in Bayern und eben beim bundesdeutschen Wahlkampf, dass man konservativen Schrägstrich schon lange aufgebauten Gruppen wieder mehr Vertrauen gibt. Also die CSU hat wieder ihre Absolute geholt und die CDU hat de facto auch die absolute Mehrheit, also de facto nicht, aber mehr oder weniger hat sie einen sehr großen Polster jetzt dazu gewonnen. Ja, beide haben in den letzten Jahren doch Signale gegeben, die gewisse das Anerkennen, dass es soziale Probleme gibt, das haben beide signalmäßig von sich gegeben. Und das ist natürlich nicht unklug, nicht? Wenn ich als konservative Partei sage, es gibt Millionen von Deutschen, die unter die Räder kommen. Und das sehen wir und wir könnten dasselbe machen, was die SPD immer sagt. Nicht? Aber das hat das jetzt sehr, sehr vereinfacht. Nicht? Und da ist natürlich Angela Merkel herausragende Person, die diese Rhetorik führt oder führen kann. Das ist machen, ist eine andere Frage. Ne? Ist natürlich wichtig. Ich höre im Prinzip bei Ihnen heraus, dass Sie jetzt nicht prinzipiell den Gegner verfluchen oder sonst irgendwas, sondern eher anerkennen und sich anscheinend auch in der Diskussion mit dem Politischen gegenüber auseinandersetzen. Selbstverständlich, ne? Denn das wäre ja vermessen. Ne? Also zu sagen, die anderen politischen Parteien, das ist alles nur lauter Blödsinn, was da machen. Es gibt also, ich habe das bei der Diskussion gemerkt, im Orpheum, wo ich mit den Neos und den Piraten diskutiert habe. Also es gibt zum Beispiel bei den Neos Elemente, wo ich sage, das ist hochinteressant, das sieht man sich auch schon in Bildung zum Beispiel. Ne? Also diese Konzepte kann man nicht einfach so abtun. Ich meine, was völlig unmöglich ist in meinen Augen mit den Neos, ist letzten Endes dieser neoliberale Ansatz in der ökonomischen Frage und der sozialen Frage. Das gibt es nun mal auch bei den Piraten. Bei den Piraten kenne ich mich viel bereit. Also der Philipp Pachanda, mit dem ich gerade im Gemeinderat bin, ist ein recht engagierter junger Mann, der wirklich versucht, obwohl er eben als Einzelperson drinnen sitzt, da mitzumischen, das reicht mir wirklich an. Bei den Piraten, da merke ich halt schon heute, ne, dass diese elektronische Demokratie übers Internet und dieses und jenes, also sind Sie noch skeptisch? Da bin ich wirklich skeptisch.
grundsätzlich, ich habe letzte Woche eben ein Interview mit dem Philipp Pacanda gehalten, da hat er sehr viel eben über seine Tätigkeiten im Gemeinderat gesprochen. Wenn ich schon die Anerkennung gegenüber den Piraten so höre, dann würde ich gerne wissen, wie hat jetzt die KPÖ, die ist ja immerhin seit 2003 jetzt wieder eine stärkere Kraft im Grazer Gemeinderat, die letzten 10 Jahre mitgestaltet? Ja, das glaube ich schon. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, jetzt vor Monaten sind wir Profilartikel aufgetaucht, sind gewesen, Drinkstand, wenn es um Fragen des Wohnen geht, gibt es in Österreich nur eine Person, das ist die LKK, die das irgendwie beantworten kann. Wie kann man versuchen zu wohnen, ohne dass die Mieten einem über den Kopf wachsen? Wie kann man das organisieren, dass man Sozialwohnungen gebaut werden? Und das ist zum Beispiel eine der Stärken in Graz. Da muss man wirklich sagen, die SPÖ hat vor Jahren, aus mir nicht bekannten Gründen, das Wohnen auch geben und am Stängel. Und jetzt Kaltenegger hat das aufgegriffen und hat halt einige Jahre gebraucht und auf einmal hat die KPÖ die Kompetenz gehabt, wenn es um Wohnungsfragen geht in der Stadt. Und das haben die Leute anerkannt. Da gibt es eine zweite Säule auch, das ist der Sozialbereich, auch da hat, das muss man wirklich so, das sage ich wirklich so, da die SPÖ auch irgendwie aufgeben und kann es auch gehen und da hat jetzt die KPÖ, ist auch dabei, irgendwie da. Das zu propagieren. Ja. Und wie gesagt, und ich bin, mein Bereich ist eigentlich das Arbeitsleben und die Arbeitswelt, weil ich aus einem Betrieb komme, Betriebsrat bin und ja, so, es kommen nach wie vor hunderttausende Leute unter die Räder in Graz, also Zehntausende, die in Wirklichkeit Probleme haben. Und das gehört politisiert und da gehören Lösungen herbeigeführt. Und ich persönlich habe das Gefühl, das wird jetzt gehabt in Graz, sonst werden die Ergebnisse nicht sein. Das merkt man definitiv. Also bei den Infoständen, ich bin 85 nach Graz gekommen, da war immer ein Schatten, ja, politisch. Ja. Und wenn da wo ich war, bin ich fast immer der Hausmauer entlang geschliffen. So morgen waren die Ergebnisse für uns. Ja. Ja. Und jetzt, das muss ich schon sagen, also jetzt kann ich. Ich wollte gerade sagen, Sie stehen mit breiter Brust. Jetzt können wir doch mit erhobenem Haupt, wenn ich die Augen schon erkenne, sagen, dass so eine schlechte Politik machen wir nicht. Ja, ja, sonst wären es bei der letzten Wahl rausgeflogen aus dem Landtag. Das ist bei uns immer so, dass Sie werden von mir nicht hören, das ist jetzt ein paar Devisen und das wird unendlich so weitergehen. Also wir sind bei jeder Wahl auf dem Prüfstand. Das ist auch der Unterschied zu den anderen Parteien. Das merkt man grundsätzlich auch. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, andere Parteien geben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Euro in Wahlwerbung aus. Die KPÖ hält sich da eher zurück. Wenn ich mir kurz das erlauben darf, näher auszuführen, wir haben recherchiert und dabei bin ich drauf gekommen, also unterm Strich, der Grazer Gemeinderat Club bekommt ungefähr 450.000 Euro Parteienförderung im Jahr. Ein bisschen darunter, ein bisschen darüber, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß gar nicht genau, aber natürlich, wir bekommen auch Parteienförderung, so wie wir auch Größe aufgeschlossen. Im Vorfeld habe ich halt auch den Hanno Wiesjörg dazu gefragt und er meinte, da gibt es halt drei Hauptthemen. Einerseits muss logischerweise die Partei die Strukturen finanzieren, also auch die Angestellten bezahlen, wahrscheinlich auch Clublokale und diverse andere organisationstechnische Dinge. Und dann wird Geld gespart für den Sozialtopf. So ist es. Und das andere Thema sind dann, das scheint zumindest jetzt beim aktuellen Wahlkampf wieder so sein, dass man sagt, wir arbeiten jetzt mit der Bundesorganisation wieder gemeinsam zusammen, aber man geht so weit, dass man nur die Gelder, die notwendig sind, ausgibt für diesen Wahlkampf und den Rest für die Landtagswahlen spart. Also, ja, das kann ich nicht unterschreiben, wie das Ihnen daher bisher erzählt hat. Also, so sehe ich das auch. Also wir geben einen unbeträchtlichen Teil dieser Gemeinderatsentschädigung in den Sozialclub für Mandatare, der da in Österreich haben wir Monatslosen dabei, aber im Prinzip wird abgegeben. Ja. Da wird der Sozialclub gespeist, haben wir hier erst den Tag des offenen Kontos, da wollen alle interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Ich meine, ich kann da relativ salopp reden, sind die einzige Partei, die das macht. Ja, also ich wollte gerade sagen, der Tag des offenen Kontos ist das. Der Tag des offenen Kontos ist, dass die Leute eingeladen werden, da liegen die Ordner und da, so, da kann man dann auch schon dafür, dieses Geld verwendet wird.
Ich verstehe. Also das ist sozusagen der andere Weg der KPÖ, Transparenz zu zeigen, genau, während zum Beispiel genau. Piratenpartei oder NEOS das einfach auf die Homepage schreiben. Genau. Also wie machen das auch nicht. Wollen Sie das nicht auch vielleicht zukünftig so ausweiten, dass Sie sagen, Sie stellen das ein sich nicht? Oder? Persönlich hätte ich kein Problem, aber nachdem ich kein Elektroniker bin, müsste das irgendwie im Team der KPÖ Graz im Steierberg dann entschieden gemacht werden. Ob ich mehr bereit bin, ist das sehr gute elektronische Chance. Genau. Und wenn ich alle Stricke reise, müsste ich halt mit viel Schatten reden, wie das mal. Was mich erinnert an eine Aktion mit dem Wiesig damals bei der Besetzung oder Befreiung, wie man je nach Lesart, wie man von der Uni jetzt über gesagt hat, Piratenpartei, ihr könnt uns sicher bei technischen Sachen helfen. Ja, also ich habe eigentlich auch so eine Einstellung, weil ich glaube, es mag sein, dass sie falsch ist, nicht? Weil ich habe das mit den deutschen Piraten gesehen und gelesen, nicht? Und dann habe ich mal so ein YouTube-Geschichte gesehen, was am Bundeskongress so genannt, das sind alle mit Laptop gesessen, denke mal Wahnsinn, nicht? Ich habe gesagt, na servus, da habe ich nichts verloren, nicht? Weil ich kann mit Datenkrache SMS lesen, vielleicht dann senden und dann ist es aber aus. Nicht? Natürlich würde ich am PC arbeiten und dann aber diese Dinge, dass ich das da ins YouTube eigentlich schnell die Community erweitere oder mir Dings und das kann ich. Das ist vielleicht eher Fehler, aber Gott sei Dank gibt es in Graz und in der KPÖ Leute, die das für mich können. Ich verstehe, sozusagen Outsourcing auf Kommunistik. Indeed. Weil wir gerade so viele englische Worte verwendet haben, glauben Sie, dass das ist nur einfach so eine Seitenfrage. Glauben Sie, dass das Problem unserer aktuellen Entwicklung ist, dass der Österreicher sich ein bisschen fast zu international gibt und die eigene Sprache vergibt? Vor allem bei Genderwing? Ich will so nicht jetzt der FPÖ das Wort reden, weil die ist überhaupt. Aber manche Dinge denken wir schon, warum gibt es da. Warum bleibt man nicht bei der deutschen Version? Zum Beispiel jetzt in der Werbung wird für Bier geworden in Six-Pack Trays. Denke, ja. Komisch, was ist denn das wieder? Nicht? Also, mir fällt das vielleicht ein blödes Beispiel, aber da gibt es permanent. Das ist kein blödes Beispiel, was durchaus normal ist. Man tut in time und was weiß ich. Und, also, ich komme so an, wenn ich selber sozialpädagogische Trainer bin. Also, wir haben ja auch so sehr viele Englische. Ja. Man vertreibt sie nicht mehr, man muss in ein Meeting gehen, es gibt keine Werkzeuge, es gibt nur Skills. Nicht? Und, aber insofern so gut das vielleicht ist, der ist der Preis, dass diese Dinge internationalisiert sind, weil man nicht von Skills in der Türkei oder in Indien auch, in der Projekte. Ja, natürlich, bei der Internationalisierung ist das schon ein bisschen. Aber das mit den Six-Pack Tray, also da habe ich schon geschaut. Also werden wir auch so ähnlich wie in Frankreich, geht man ja überhaupt den Weg. Alles wird übersetzt. Ja, also wäre vielleicht für uns. Ich wollte mit meinem Freund Herzmanowski über Lando, den er hat, unsere Skandalität, dass ich bringe manchmal alte Wortspiele rein, also ich tue mir meine Buchinfragen vorgegeben. Und wenn ich das erwidere, dann repliziere, also das sage ich manchmal schon sehr bewusst. Ich verstehe. Aber das ist ja halt offensichtlich eine Frage der Modernität, weil seit wann wird in Österreich das Wort Corner im Fußball verwendet? Seit mindestens 100 Jahren. Ja, war das sozusagen mal der erste Einstieg. Was sind jetzt die Ziele der KPÖ aktuell und wo sind die Programme für die aktuelle Nationalratswahl gelegt worden? Ja, also wir haben ja im Gegensatz zu anderen Parteien eigentlich sehr wichtige Punkte befördert. Konkret in der Steiermark sind wir aktiv in der gegen die Beibehaltung des Pflegeprozesses gewesen. Und das scheint zu sein, dass viele Menschen in der Steiermark bewegt und interessiert haben, innerhalb kürzester Zeit über 17.000 Unternehmen. Das habe ich gestern gelesen, natürlich. Ich muss sagen, die
SPÖ und ÖVP so unklug reagiert, durch für die betroffenen Leute, aber politisch denke ich mal der Wahnsinn. Und wie kann man das sagen? Das ist eine kommunistische Desinformation. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, ich meine, grundsätzlich, da hat es ja eine familiäre Verbindung gegeben. Ich sage jetzt bewusst Wovis, sein Vater war Kommunist, der Sohn ist SPÖler. Ich weiß, bis vor ein paar Jahren hat es dann auch eine sehr gute Beziehung zwischen der KPÖ und der Wovis SPÖ gegeben. Wie in die Steiermark kommen, wie du also gerne den Wovis Senior mitbetracht, weil der Wovis Vater hat sogar noch ein Buch irgendwie eingebracht in unsere Gewerbsgruppe. Vom Sohn habe ich in dem Sinne nie was gehört, vom jetzigen Landeshauptmann, der hat zwei Söhne gehabt und der Franz Wovis Senior war so ein sehr fleißiger Mensch, weil der hat nebenbei dann zwei, drei Jobs gemacht, damit die Brunner studieren können. Also. Ja, das weiß auch mein Großvater, hat mit ihm gemeinsam in die Buchwerke gearbeitet. Ja. Also gibt es da eigentlich jetzt große Überschneidungen mit der SPÖ, oder? Inwiefern? Im sozialen Bereich und generell, was die Zusammenarbeit anbelangt, oder gibt es von der roten Seite her wirklich den Punkt, ist als Kommunist mit euch, wollen wir nichts zu tun haben? Da würde ich empfehlen, dass vielleicht dann mit unserem Partner so viel nicht mit der persönlich, glaube ich, gibt es kaum mehr Überschneidungen. Das hat aber damit zu tun, dass die SPÖ meiner Meinung nach ihre Ideale fast umgekehrt bekommt. Man spricht ja von einer postideologischen Partei mittlerweile. Postideologische Partei. Okay, Sie haben die nichts weiter zuzufügen, sind aber selber auch, soweit ich das gestern verstanden habe, mit einer Sozialistin verheiratet, die auch im Gemeinderat sitzt. Nein, die im Bezirksrat. Bezirksrat. Ja, Migratin, also wir über Migratin, über eine typische sozialdemokratische Bekanntschaft früher. Wir haben beide in Jugendorganisationen gearbeitet, also im Roten Falken. Damals gut bei Schulen kennengelernt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sozialromantisch. Ja, so ist das passiert. Ja. Das ist ja auch dieses Traurige. Nicht? Also es hat ja zu dieser Zeit auch bis Mitte der 80er Jahre wirklich auch Nischen gegeben in der sozialen Demokratie, wo man als progressiver Mensch irgendwie was arbeiten hat können. Das ist ja alles weg. Mein Gast ist jetzt bei den Kinderfreunden nach wie vor aktiv und ist Freunden gewesen. Das war eine Gruppe. Und gleichzeitig ist sie für die SPÖ-Bezirksrätin in unserer Bezirksstraße. Und gibt es da nicht so die häuslichen Debatten? Aber überwiegend nicht. Ne? Das ist, ich kann natürlich für meine Frau jetzt so nicht reden, aber ich denke, ich bin mir sicher, dass sie auch von einigen Entwicklungen in ihrer Partei, in meiner ehemaligen Partei, sehr enttäuscht sind. Also, damit erübrigt sich eigentlich die Frage, weil ja die Ursprüche drinstehen, die KPÖ hat ja 1966 noch die SPÖ unterstützt im Wahlkampf. Das wird sich nicht greifen in die Prähistorie. War aber ein Griff ins Nichts, weil der KPÖ ist nicht aufgegangen. Der hat ja dann nur in Wien, glaube ich, im ersten Bezirk, irgendwo in einem Wiener Bezirk, wo sie dann kandidiert. Richtig, ja. So. Aber das ist wohl nichts. Nein, ich habe, weil ich in die Historie greife, es ist einfach so lustig, wenn man, meiner Meinung nach, wenn man einen ÖVP-Wahlwerbespot hört aus jener Zeit, wähle frei, wähle gut, wähle Volkspartei, weil wenn du die Liste 2 wählst, das ist die Liste, die die KPÖ auch unterstützt. Also, das war natürlich in Zeiten eines Kalten Krieges eine andere Geschichte. Also eines meiner Hobbys ist Lesen. Ich behaupte mal, ohne eins zu größten wahnsinnig zu werden, ich habe keine kleine Bibliothek zu Hause und habe natürlich auch historische Dinge gesammelt, die mit der KPÖ und über Sozialismus, das sie jetzt tun haben. Und die KPÖ hat ja
Ich würde sagen, zu dieser Zeit hat es ja einige, sehr interessante Menschen gehabt in ihren 66 bis 70. Ne? Also wenn ich so an Marek denke, dann an den Tischer denke, ne? Da gibt es natürlich bei uns auch verschiedenste Ansichten. Ich weiß nicht, aber vom rhetorischen her, ne? Vom philosophischen Ansatz, alles hochinteressant. Natürlich, vor allem dieser Wechsel, weil man ja sich durchaus in Richtung Eurokommunismus bewegt hat. Gleichzeitig hatte man aber noch ein bisschen die Leine von Moskau gespürt. Ja, da hat es ja ein geflügeltes Wort gegeben, nicht, wenn sie in Moskau regnet, spannen mehr ein Schiff. Da liegt viel, da liegt viel Wahrheit dahinter, aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, es hat ja trotz aller Dinge doch. Ich sage damit, die Rote Armee hat uns befreit, trotz aller dieser ganzen Dinge, die es da noch gegeben hat. Natürlich. Das kann man nicht wegleugnen. Wir sind außerdem Mitbegründer der Zweiten Republik, das kann die Politik auch nicht weglassen. Ja, auch von der Ersten Republik. Bei der Ersten Republik empfehle ich Ihnen, dass Sie gut rauskommen, Herrn Steinhardt, von der Alfred-Klar-Gesellschaft, wo ich Werbung Alfred-Klar-Gesellschaft. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Kleine, aber feine Bilder, die in der AU, diese Wissenschaftler, mit sozusagen unserer Geschichte beschäftigt. Ja, wir haben bald 100 Jahre Erster Weltkrieg, da ist das sicherlich ein sehr brennendes Thema. Was mich zu einem wesentlichen Punkt bringt. Die KPÖ war ja 1918 eine der Gruppen, die versucht hat, ich sage mal, sich an die Macht zu putschen, kurzfristig hat es zwischenzeitlich hat es so ausgeschaut, als ob das gut ausschauen würde. Dann hat es aber eine sozialdemokratische Gegenoffensive gegeben, die das Ganze blutig beendet hat. Also ich rede jetzt noch von Berlin, ich rede von Wien. Ich sage jetzt, also eben, da empfehle ich nochmal der Alfred-Klar-Gesellschaft, wir haben da wirklich tolle Leiter, die Wortmann zum Beispiel, die mir regiert jetzt, also der hat sich ja beschäftigt. Wir sind mir vorhin zwei vom Hof sein. Also, ich sage nicht, der Friedrich Adler ist freigelassen, bekannt worden, der Attentäter vom Stück. Ja, genau. So vom Viktor Adler, nicht? Das ist ein Schreiber, Viktor Adler. Und richtig, der Viktor Adler hat die Republik gegründet worden. Und dann hat man meiner Meinung nach den richtigen Ansatz versucht, den Adler zu fragen, ob er nicht jetzt aufgrund seiner Progressivität nicht bereit ist, irgendwie zur KPÖ zu treten und sogar diese Partei zu führen. Das hat der Adler verweigert. Er hat gesagt, das mache ich nicht. Ne? Und die Sozialdemokratie war natürlich damals auch noch immer eine Wahnsinnskraft und die sogenannten Menschen haben mit der Sozialdemokratie mehr vertraut als der eben vor einigen Wochen in einem Café ausgegründeten KPÖ. Ne? Ist natürlich klar. Ja. Also so sehe ich das. Aber wie gesagt, ich bin reihenhaft sozusagen informiert, aber blutig niedergeschlagen. Ich glaube, die KPÖ war in meiner Meinung nach das erste politische Opfer 1980. Ja, sie war Opfer, aber teilweise hat sie sich selbst irgendwie in Positionen getrieben, die dann problematisch waren. Also, wie Sie merken, ich habe da relativ selbstkritische. Selbstkritische Worte. Also, sie ist, glaube ich, die dritte älteste Partei dabei. Das ist ja ganz klar. Richtig, von den Kommunistischen, ja. Also, da gibt es überhaupt nichts. Da gibt es auch nichts zum Debattieren. Aber in den Unterlagen, die ich einsehen habe können, hat der Beuth die Streiterei begonnen. Hat was für Richtung da mal vorgeschaut. Dann hat der Lenin einmal einen Brief geschrieben und hat gesagt, weil ihr müsst wählen gehen, ihr müsst kandidieren, man kann nicht die Wahl sabotieren. Ne? Naja, und so weiter und so weiter. Und man darf nie vergessen, dass die KPÖ war im Spektrum einer starken Sozialdemokratie und es ist kein einziger prominenter Sozialdemokrat durchgesprungen zu der Zeit. Das sind alle bei der Schrammenbühne. Und es waren vielleicht noch Leute mit Die Bürgerlichen und Ex-Monarchisten waren so erschrocken vor allem Räte Bayern und vor Räte Ungarn, dass sie eigentlich große Zugeständnisse gemacht haben. Das ist wichtig. Und da hat sich dann über den Ränder meiner Meinung nach das weiterentwickelt, dass man offenbar in der Sozialdemokratie gedacht hat, naja, schauen wir, dass wir parlamentarisch die Mehrheit erinnern und dann kann man halt wieder sozusagen Forderungen stellen. Das ist alles in die Hose gegangen. Die KPÖ ist eigentlich bis zum 34er Jahr, ja, trotz alledem
bedingt im Schatten. Das ist richtig. Ich meine, sie war ja doch eher etwas eine Schattenpartei, aber andererseits muss man auch der KPÖ konstatieren, sie hatte ja auch eben bis in den 1960er, 70er Jahre über 100.000 Mitglieder. Also, das weiß ich nicht. Also, ich muss auch schon, was ich gestern gelesen habe, muss gestehen, ich will jetzt da nicht irgendwie an der Ehrenhaftigkeit der Partei rücken, weil alle diese, auch in der ersten Republik zu KPÖ bekannt haben, das wäre ein schweres Los. Natürlich, wenn man auch in der Illegalität arbeiten ist, wenn man auch im Faschismus den höchsten Blutzoll gehabt, das ist ein Fakt, nicht? Das kann man, das ist nicht terrorisiert. Kommunisten und Monarchisten haben Die haben den höchsten Blutzoll gehabt, und es hat mal Sozialdemokraten angegeben, die umgekommen sind. Aber ich kann mich erinnern, da habe ich noch gelesen, ich habe den Rest gehört und die haben den Sozialisten den Aufruf getan, aus, wir dann nichts mehr, wir müssen unsere Kräfte schauen. Also die haben nicht kapituliert. Ne? Die konservativen Kräfte haben auch kapituliert und die einzigen, die mehr oder weniger in Erscheinung getreten sind, auch mit prominenten Exekutionsverfahren versehen wurden, waren entweder die Monarchisten und der Burian und anderem, der 44 Brüder geworden ist. Ja, ist ein bisschen eine Passion meiner Person. Und der wurde nämlich verurteilt, weil er versucht hat, in Wien das Gestapo-Hauptquartier in die Luft zu sprengen. Also, das würde ich mal als Zeichen sehen. Und dann hat es ja noch die Kommunisten gegeben, wo beide Gruppen trotz ihrer Divergenz und Unterschiede auch zusammengearbeitet haben. Würden Sie, wenn man jetzt sagt, 100 Jahre KPÖ, das ist jetzt bald im Jahr 2018 soweit, unterschreiben Täter, Opfer, Beobachter? Was die österreichische KPÖ anbelangt, würde das Täter weglassen, was die internationale, also was die KPÖ anbelangt, würde ich sagen, was drin ist. Wir haben, also, da kann man jetzt stehen, wie man will, nicht? Aber es hat bei uns keine Volksgericht, also es hat bei uns keine Prozesse gegeben, so wie in der Stalinzeit. Ich meine, es hat einen sehr prominenten Fall gegeben. Das ist richtig. Es hat einen sehr prominenten Fall gegeben. Das war später bekannt als der rasende Reporter. Egon Kisch, ja. Der war ja einer der ersten, der sich zur KPÖ bekannt hat und auch entsprechend dann Mitte 1919 unter der Regierung Renner verbannt worden ist. Gemeinsam mit drei, übrigens, das möchte ich auch einmal hinweisen, ist in einem Buch von Erich Feige, der über Kaiserin Zitter und Kaiser Karl Biografien geschrieben hat, nicht veröffentlicht worden, weil das hat der damalige Almadea-Verlag nicht reinschreiben wollen, dass 300.000 Tschechen damals von der Wiener Regierung rausgeschmissen worden sind. Also das sind halt diese Tätergeschichten, was natürlich auch zeigt, wie die sudetendeutsche Diskussion insgesamt zu sehen ist. Und beim Almadea-Verlag, also ich habe in meiner Bibliothek von Heinrich Trimmel einiges stehen. Sagt man jetzt im ersten Moment nicht. Trimmel war der Unterrichtsminister, ein stark konservativer Mensch, aber ein sehr guter Historiker. Das haben hin und wieder konservative Menschen an sich. Meine Lebenserfahrung ist ja die, ne, dass ich wirklich sehr gute Diskussionen und sehr interessante Diskussionen an mich persönlich meistens mit konservativen Menschen. Also das heißt, Sie sehen auch Augen auf in einer Diskussion oder generell, wenn man sich mit Themen beschäftigt? Also, ja, das würde ich sagen. Ja. Und Kisch wollte in der Pomona erzählen. Ja, gerne. Der hatte einige Stunden die Redaktionsräume der neuen Freien Presse besetzt. Richtig, wo sein Bruder sich aufgeregt hat und gemeint hat, genau. Das erzähle ich Mama. Genau, das wollte ich Ihnen sagen. Der Franz Werfel war ja zu dieser Zeit auch sehr angetan von den Kommunisten.
Da hat es ja viele gegeben. Aber wie gesagt, ich habe in unserer Geschichte danach gelesen, dass es unter so irgendeiner Phase geben, ich glaube 2021, da sind wir dann in Sekiratum verfallen und da hat es dann die Fall-Inflationskämpfe gegeben. Also so ein Trotzkrieg, oder wir wussten, was aus den US. Ne? Und da hat er dann die Kommentaren eingegriffen. Ne? Der hat den Dimitrov nach Wien geschickt, nicht mal Südosteuropa, die wir in Wien gehabt. Ne? Ja. Und da war der Ulrich. Ja, zur Erklärung, Walter Ulbrich, Vorgänger von Erich Honecker, DDR, nähere sage ich jetzt mal nicht. Ja, ich meine, über die Geschichte der KPÖ haben wir jetzt noch sehr breit auch diskutiert. Da möchte ich das noch mit zwei Fragen abschließen. Also, diese, sage ich mal, Aufstände oder Streiks 1950 gegeben, wo die KPÖ von der Sozialdemokratie ziemlich prügelkassiert hat, wenn man so möchte. Weil da hat es ja Schläger gerutscht. Ja, genau, ja. Franz Ohler war dann später ja auch bekannt als nicht nur reiner Demokrat, wenn man so formulieren möchte, als er dann noch einmal im Innenministerium die Stapo-Akten rausgeräumt hat. Der Franz Ohler ist in meinen Augen eine ganz wichtige Figur gewesen. Er war vielen unserer Leute ja im Dachau und im Pferd im KZ. Also, was heute aus der Aktenlage klar ist, dass der Franz Ohler auf jeden Fall enge Kontakte gehabt hat mit dem amerikanischen Geheimdienst. Und das ging jetzt nicht so aus, als er auch nichts, sondern es ist so. Ja, Operation Gladius. Ja, Waffenlager angelegt zum Beispiel. Nicht? Und er war strikter Antikommunist. Das wurde natürlich im Kalten Krieg von den Amerikanern ausgenutzt, weil die große Gewerkschaft der CIA oder FLA-CIO saß. CIA ist ja eine Riesengewerkschaft, oder das war interessante Kontakte. Das ist jetzt nicht mein Sager, sondern dazwischen, da gibt es ja so viel Rolle, da steht so alles drin. Das ist richtig, also das heißt, Sie haben sich auch mit dieser Person auseinandergesetzt. Wir müssen, ja. Weil meine Mutter zum Beispiel ist konkret, was sie gerade mal ist. Ich glaube, das sind Peripherien, das sind ja, weil meine Mutter eine politische Frau hat, gerade im 50er Jahr, der Streik aufruf zu Kommunisten, der mit einer Maschine oder wo sie gearbeitet hat. Das ist ihr Name zum Verhängnis geworden, darum sind sie aus dem Zuverlässigen auszugehen. Und das war der sozialdemokratische Betriebsrat. Ja. Ich glaube, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre, der hat das in Wien damals miterlebt, wie das gerade passiert ist. Und hat dann eben diese Straßenbeinerstreiks und die Blockade, also die österreichische Methode, eine Revolution aufzuhalten, ist, man stellt die Straßenbahnen auf der Straße auf. Ja, und eines wird ja dann zum Schluss Revolution. Also Putsch war das gar nicht. Wenn wir so einen Putsch geplant hätten, das wäre alles dilettantisch gewesen. In der Zwischenzeit ist ja auch aus der Historie, die Sowjetunion hatte überhaupt kein Interesse an einem Putsch, die wollte, dass die USA-Betriebe weiterarbeiten. Mal davon abgesehen, dass sie kein Interesse gehabt hätte, eine ÖDR zu unterstützen, also Österreich-Demokratische Republik. Und dann habe ich noch etwas, das hat mich wieder erstaunt, weil da ich eben diese Materialien noch von früher hatte, wo die Kommunisten sich deklariert, eben für diese Systeme in Kuba und China und Vietnam einsetzen, die ja alles kommunistische Systeme sind, die halt den Fall 89 überlebt haben. Gleichzeitig aber auch sich so weit an Kritik anschließen, dass man eben Menschenrechtsverletzungen in besagten Ländern auch verurteilt. Jetzt muss ich ironisch sagen, sechs, so wäre jetzt auch schon in der Zwischenzeit. Das ist möglich. Und das ist ja seine. Glauben Sie, dass Sie von den Medien immer mehr und mehr halt in dieses Klischee hineingedrückt werden? Sie sind ja so alt-Sowjets und Sie wollen einfach. Ach, so hineingedrückt worden. Also wenn die Diskussion geht für manche Leute, die Arbeiterkarriere hat, dann springen sie da rein, gehen in Sibirien oder wie ist es oder nicht. Und ich sage, ja, was ist diese scheiß Sibirien? Nein,
was natürlich was ja, ich Deutschland was mal erinnert. Ne? Ja, diese Klischees werden bedient, aber es wird immer schwerer. Also, wenn man nicht denkt, dass China in Wirklichkeit der von den Amerikanern ist und von den Chinesen schlecht aufgeregt sind, der Staatsverschreibungen irgendwie eingesehen und dann kracht. Das ist ja das Ironische. Die Amerikaner sind die militärisch stärkste Macht, aber stehen auf finanziellen chinesischen Boden. Das sind völlig Weil wir über Betriebe schon gesprochen haben, sehr viel. Ich war vor eben einigen Jahren einmal bei einem Vortrag eben von Hanno Wiesjörg und auch dem bereits genannten Werner Murg, Entschuldigung. Da ist es gegangen um radikal-demokratische Ideen. Was versteht da die KPÖ unter diesem Prinzip und was ist der Unterschied zur aktuellen Aufbau von Betrieben, schrecklich Betriebsräten oder der Demokratie innerhalb von Betrieben? Gute Frage, muss ja ziemlich befriedigende Antwort geben. Für mich wäre radikal-demokratische Folgen des Betriebs, das ist zumindest, dass die Betriebsdemokratie insofern ausgebaut wird, dass die Rechte des Betriebsrates zum Beispiel in einigen Fragen erweitert werden. Das ist ja alles, wie oft geschrieben im Betriebsrätegesetz. Aber ob Sie das meinen, weiß ich jetzt nicht. Also, Sie merken, ich habe das Parteiprogramm nicht ausgelegt. Aber ich denke, wenn ich das richtig interpretiere, ich denke, dass der Einfluss da wieder von Menschen im Betriebs- und ökonomischen Geschehen versteht. Das ist das von den Sachen, die Also, das ist mein Zugang. Also, da ist eben die, dass eben die Betriebsdemokratie zugunsten der Werktätigen, von Seiten des Wortes, ne, dass die wirklich offensiv ausgebaut wird. Ganz radikal. Ich habe mir damals aufgeschrieben, radikal-demokratische Reformen koppelt sich von der bürgerlichen Demokratie, radikal-demokratische Demokratie, so war es formuliert, koppelt sich von der bürgerlichen Demokratie so ab, dass die herrschenden Kräfte Boden abgeben müssen. Gesetzliche Verpflichtung des Betriebs, dass Betriebe ihre Mitarbeiter wählen lassen, wer ihr Betriebsrat wird. Ja, das entspricht dann immer einer Einschätzung. Das meine ich auch so. Das ist der Unterschied zu anderen Interviews. Ich möchte wirklich ermöglichen, dass jeder frei sprechen kann. Lenin hat ja mal gesagt, ich bin nicht der große Lenin-Zitierer, weil das geben wir mal, da haben wir auch meine Vorbehalte. Also neue Parteistrukturen sind immer für Lenin-Zitate oder Marx-Zitate, wo das endet auch bei einer Problematik. Aber der Lenin hat gesagt, Parlamente sind auf bürgerliche Klassen. Man muss glaube ich, auch. Ich glaube, das Zitat haben sich andere Personen auch immer wieder bedient. Man muss die Inhalte auch im Parlamentarismus und für die Demokratie viel mehr in den Vordergrund spielen. Also, vor allem auch Nationalsozialismus auf Augenhöhe. Was da geredet wird, die ganze Kanzlerin. Sie bringen gerade den schönen Übergang rüber. Wie sehen Sie den aktuellen Wahlkampf? Glauben Sie, dass sich das immer mehr und mehr an Plattitüden, an irgendwelchen Details aufhört? Die erste Frage von einem Herrn Bücher war letzte Woche bei der großen Debatte der Kleinen, wo eben KPÖ, NEOS und um 11 Uhr am Sonntag im ORF zusammengesessen sind. Da war die allererste Frage, warum heißen Sie so, wie Sie heißen und warum heißen Sie nicht anders? Das sind ja eigentlich so Fragen, wo man vom eigentlichen Thema ablenken will und die Leute in Verlegenheit bringen möchte. Oder? Ja, da könnte ich natürlich ironisch sagen, ich meine, wir haben natürlich eine historische Tradition, warum sie heißen, wie sie heißen. Ja. Wenn man an die Pariser Kommune denkt, dass da so auch eben Vorstellungen und Regeln geben. Also bei uns, glaube ich, denke ich mir, ist das ziemlich klar, aber auf die Frage wäre ich gar nicht richtig eingegangen, das ist ja fast eine Nebensächlichkeit, also, wie heißt.
Ist richtig, nein, es war konkret auf die Rede davon, ja, weil in Deutschland nennt man sich jetzt Linke und eine der Bestrebungen der KPÖ laut Mirko Messner ist ja eine breite Linke in Österreich aufzubauen. Ja, ja. Also, merke ich da unterschiedliche Meinungen? Merke es unterschiedliche. Also, ich bin natürlich auch, dass man zusammenarbeitet mit fortschrittlichen Kräften. Also, es gibt ja fortschrittliche Kräfte, die nicht sind. Weil ich viele Bekannte in meinem Bekanntenkreis, das sind so verschiedene Leute, also Wesentliche zum Beispiel, die leben ein christliches Leben, respektiert es und in Wirklichkeit entwickelt die Gedankengänge, also da denken wir, wow, also das ist ja sehr fortschrittlich. Und also prinzipiell habe ich zwar gegen das nicht, sondern dieses Sammeln der fortschrittlichen Kräfte und vielleicht ist dann eine KPÖ die Avantgarde, da muss man sehr vorsichtig sein. Also wir versuchen durch die Tat, durch die politische Tat und durch das politische Wiederholen, also durch die Steiermacher Vorbildung zu haben, dass wir zu Sympathisanten und Sympathisanten. Ja, das ist bei uns relativ leicht, wenn wir jetzt was so vorweisen, ein bisschen besser. Auf der Bundesebene ist es ein bisschen schwerer. Und die Tat für uns. Ja, aber es ist irgendwie, weißt du, sagen auf Bundesebene ist es schwer. Mir ist bekannt, dass es da durchaus Divergenzen zwischen der Bundeskartei und der steirischen Kartei gibt. Das ist etwas, was nicht unbedingt in der Öffentlichkeit angesprochen wird. Also, das werden Sie verstehen. Ich werde nicht mehr den Wahlkampf auszumarschieren. Wir sagen, ja, so und so, in Wirklichkeit haben wir Differenzen zwischen anderen Punkten. Das ist ja völliger Nonsens. In einem Punkt sind wir uns beide einig. Also, wenn es darum geht, zu verhindern, dass hunderttausende Leute gesellschaftspolitisch und sozial unter die Räder kommen, sind wir uns einig. Aber in etlichen Detailfragen, die für uns wichtig sind, sind wir jetzt da haben wir andere Auffassungen. Das ist die EU-Frage, wie der Zwischenzeit sind und so weiter. Das ist so eigentlich, was die EU aussieht. Also, sind Sie gescheitert? Gescheitert das Projekt, ist in Wirklichkeit nur ein Kapitaltransferprojekt, wo wir während der paar Brosamen kriegen, letztens seriös zahlen. Was aber ein bisschen divergierend ist zu der eher doch internationalen Einstellung der KPÖ. Die Partei ist uns jetzt sehr flapsig und die Linie in der EU drinnen bleibt und eben diese Bündnisse so soziale Transformierung. Was ich ja gehört habe, ist, dass es da auch ein bisschen Schwierigkeiten oder Divergenzen gibt, die Sie werden vielleicht darüber nicht antworten, in Bezug auf die Transparenz, was die Bilanzen anbelangt. So, das ist mir jetzt nicht bekannt. Das sind zwar politische Fragen, die bedingungslosen Anregungen. Ich bin für die Arbeit in der Verfassung. Wie gesagt, es fällt auf, dass halt auf der Bundesliste der KPÖ kein einziger steirischer Kandidat ist. Das stimmt, das ist der Stelle von Andreas Fuchs. Aha, dann habe ich es übersehen. Gut, dann haben wir auch das erledigt. So, was ist Ihnen persönlich wichtig beim politischen Umgang mit dem Wähler und mit dem Bürger an sich? Also, wenn Sie mit Leuten reden, sind Sie so offen, dass Sie wirklich, wenn Sie der Seppi Meyer oder sonst irgendjemand anruft, auch zurückrufen, mit dem wir über seine Probleme reden? Ja, das passiert mir ja täglich, fast in meiner Arbeit, beziehungsweise auch in meiner politischen Tätigkeit. Man muss halt manchmal unterscheiden, also die meisten Anrufe sind wirklich ehrlich und von Not geprägt. Mehr werden dann auch mit der Zeit, oder ich spüre für das. Und dann muss man halt, mit den Betroffenen das Gespräch schon führen. Und dann muss man gemeinsam einschätzen, gibt es eine Möglichkeit, konkret zu helfen. Die ist aber nicht immer gegeben. Wir machen es nicht immer so komplex, da kann man dann auch nur diverse Anschläge geben. Auch wenn man Geld sammeln, das weiß ich, weil dann mit so einem Sozialfonds. Und manchmal muss man so. Es tut mir leid, da sehe ich derzeit keine Möglichkeit. Das ist bei welchem Person der Fall? Oder? Ich versuche immer authentisch zu sein, es gibt schon auch Anfälle.
Okay. Komplizierte Schichten, also Alimentation, Kündigungen im Betrieb, sowas, was immer. Da können auch wir nur auf den Rechtsweg verweisen, wenn man so bittet, die Arbeiterkammer oder den Rechtsabteilung, wenn kaum ein Mitglied sagt, geht's dorthin, lasst es euch beraten. Also wir haben de facto keinen Anwalt, der dann sozusagen über die Pesche springt und für Leute die Prinzessin führt. Wohnungsangelegenheit, also bei der NGK ist dann so, dass dann das Wohnungsamt wird dann informiert werden. Also zum Beispiel in der Arbeitswelt, habe ich halt dann auch bei Interventionen bei der Arbeiterkammer direkt und so, bitte schaut sich das an, das scheint mir ein Fall zu sein, den man sich nachgehen muss. Im Großen und Ganzen, wo wir zumindest immer, das ist so, dass ich die anerkennen glaube, dass es das wirklich anschaut. Also es ist komplex, nicht? Und du weißt mich gefragt, ob ich versuche authentisch zu sein. Also bei der letzten das merkt man, ja. Bei der letzten Diskussion bin ich gefragt worden, wie ich mich sicher gesagt, ich bin interessiert an dem Mann. Das habe ich auch gemerkt. Abschließend noch. Weil wir haben jetzt nur 5 Minuten nicht ganz. Wir waren vorher schon bei diesem Thema Medienberichterstattung. Ja, da gibt es von den NEOS die Initiative, die auch von Mirko Messen unterstützt wird, dass man den ORF als öffentlich-rechtlichen verpflichtet, dass er gleich über alle berichten soll und auch nicht mehr werten soll. Da stimme ich zum Beispiel den Mirko Messen zu. Es ist ja nicht so, dass wir ich habe den Mirko Messen jetzt aber mehr getroffen. Ne? Also wir reden vielleicht so von NEOS, ich habe heute gleich gesagt, wir haben, es gibt Differenzen. Das ist mal klar, dass keine Partei ein monolithischer Block ist. Sie also kennen die Geschichte der Linken, die streiten besonders gern. Ne? Das ist richtig. So, dann habe ich noch eine Frage. Letzte Woche war beim Philipp Schander die Rede davon, dass der Club zwar ein ganz großes Thema im Gemeinderat ist und dass zum Beispiel vor allem eine gewisse Partei, die derzeit den Grazer Bürgermeister stellt, sich da entsprechend präsentiert. Wenn der Club noch nicht da ist, dann funktioniert der komplette Parteiapparat nicht. Da geht es um die Hände in die Höhe bei diversen Abstimmungen, da geht es um geführtes Stimmvieh, nichts anderes. Ist da die Freiheitsgestaltung in der KPÖ? Also, wie es darum gegangen ist, die Stadt zu bestimmen, haben wir Herrn Eustachio, waren zwei der innerhalb der KPÖ-Gemeinde. Wir haben dafür gestimmt, dass er die Funktion übernimmt. Die Jungen haben sich verhindert, das nicht, die sind dagegen und wir geben sich frei. So haben wir die Situation gehabt, dass bei uns innerhalb des Clubs, das sind Gemeinde, nicht der 7 in der Runde, dafür gestimmt hat, dass er das wollte und zwar auch dagegen stimmt. Also das sieht sich, wir versuchen in wichtigen Fragen, das war eine wichtige Frage. Die FPÖ ist seitdem noch ein bisschen besser. Ich verstehe. Die FPÖ hat ja beschlossen für den Gegner, ja. Die das Vizebürgermeister haben. Ne? Aha, das habe ich nicht gewusst. Ja, da können Sie dokumentieren. Das ist eine Geschichte, der Schande für die ÖVP und für die SV. Sechs Wahlgänge hat es gegeben. Die KPÖ hat sich wohl kandidiert für den Vizebürgermeister. Die ersten drei Wahlgänge waren da. Nach dem dritten Wahlgang hat sich die SPÖ entschlossen, selbst ins Spiel zu kommen. Das ist alles ein abgehärtetes Spiel, das ist schon vorher ausgemacht. Das ist, ich will es nicht beweisen können, aber das sage ich jetzt damit unverfügbar. Das verstehe ich auch. Gut, ich sage herzlichen Dank für fast eine Stunde gutes Gespräch. Ich erlaube mir jetzt nicht, das Schlusswort zu nehmen, aber ich sage auch herzlichen Dank für alle Zuseher. 4 Episoden haben wir jetzt gedreht. Das letzte Mal, die NEOS haben fast 600 Views provoziert, will ich fast sagen. Das taugt mir persönlich, bestätigt mich in meiner Arbeit. Weil das Schlusswort gebe ich Herrn Lottenberger. Was wünschen Sie sich jetzt von den Wählern? Ich wünsche mir von den Wählerinnen und Wählern, dass sie bei dieser Wahl Alternativen wählen, dass sie
nicht das Nicht-Wählen bevorzugt, sondern das Wählen gehen. Das ist ganz wichtig, um Dinge zu verändern. Und wenn die KPÖ eine dieser Alternativen wäre, würde mich persönlich das sehr freuen. Das war Kurt Luttenberger. Claudia Schießer verabschiedet sich. Ich wünsche noch einen schönen Tag.